Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team in Paxis. Ich habe Shadow einmal bekommen. Juhu! Oh mein Gott, ich habe auch ständig geguckt. Dann saß ich oder lag ich auf dem Sofa vorm Fernseher, habe mein Handy nebenbei angehabt und habe halt die Companion-App angehabt und habe halt ein paar Mal aktualisiert, bestimmt so 5 Minuten gewartet und geguckt. Und dann war halt irgendwann das dann wirklich nochmal so weit, dass Shadow im Angebot war für 5000 Sofortkauf und zugeschlagen und bekommen. Das heißt, ich werde jetzt natürlich nicht auf Tolisso einwenden, weil der wird wahrscheinlich auch so abgehen, sondern wir können jetzt statt Perrin Dante ins Tor nehmen. Oh, ins Tor nehmen. Ja, wir nehmen Dante ins Tor. Dante in die Innenverteidigung nehmen und können ihn mit Shadow testen. Passt auf, also im Endeffekt werde ich merken, er ist viel zu langsam, funktioniert gar nicht. Und muss ihn dann wieder auswechseln, aber ich hoffe mal, ich denke eigentlich auch, wie gesagt, dass er eher so in die Richtung Hummels geht und nicht in die Richtung Shawcross und dann sollte das schon richtig, richtig, richtig geil sein. So, starker Fuß, rechts und 3 Sterne. Links, ah, mal, das ist richtig ultra selten, ein Innenverteidiger mit einem linken Fuß, aber das passt natürlich, dann wechseln wir die Seite. So, Rovier, soll ich denen einen 99er-Vertrag geben? Aber ich habe halt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die Angst, dass da vielleicht auch demnächst mal eine Second-In-Form von Rovier auftauchen kann. Und dann habe ich denen hier 99 Verträge gegeben. Und jetzt muss ich ja die nächsten Spiele erstmal in der Bundesliga machen. Ich gebe ihm mal nur einen normalen, seltenen Goldvertrag. Das sind ja auch schon 42. Und dann können wir zocken. Ja, Draxler hat, glaube ich, kein Tor gemacht oder eine Vorlage in den letzten Spielen. Nee. Aber es macht ja nichts. Er ging da vorher gut ab und er fühlt sich einfach nice an. Mir gefällt er echt gut. Und wenn er weiter so torgefährlich oder Scorerpunkt gefährlich. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Oh, gerade eben noch gemerkt, dass er ja noch gar keinen Champions League Style hat. Das wäre es wieder gewesen. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich schnell den Loyalty Bonus voll bekomme, damit er noch diesen Rest Pace bekommt. Okay. Ein Inform oder ein geiler Rechtsverteidiger wäre noch geil. Vielleicht ein Inform Aurier oder Second Inform Pereira wäre auch nicht schlecht. Dann hätten wir nämlich in der Liga A auch die komplette Hintermannschaft als Informs beziehungsweise aufgewertete Form, also Informs, Team of the Group Stage und Foot Champion Karte. Es kann ja gerne der Rechtsverteidiger eine Man of the Match Karte sein, damit er eine orange Karte reinbekommt. Okay, gutes Team, konzentriert wieder spielen. Ich setze mich wieder aufrecht hin. Oh, dieser Informer, das ist glaube ich schon die Second oder Third Inform Lukaku. Das ist natürlich nicht so angenehm. Ich habe jetzt zwar die normale Version nicht so geil gefunden, aber wie gesagt, die aufgewerteten Versionen sind nochmal deutlich besser, weil er da auch Triple stärker etc. wird. Und ja, jetzt Konzentration. Kein Fehler machen, der zum Gegentor führt. Und wenn ich ein Gegentor fresse, dann muss ich einfach direkt den eigenen Fehler mir eingestehen, weil das hilft mir immer dabei, nicht zu emotional zu werden, sondern den Fehler zu erkennen. Und es hilft auch dabei, dann, wenn man ihn sich eingesteht, vielleicht beim nächsten Mal ihn abzustellen. Oh, das war ein riskanter Pass. Ich weiß nicht, ob das. Das ist rot, ne? Das ist eigentlich rot, also immer so nebenbei. Ich weiß nicht, ob der Pass von ihm gerade eben, ob das. Also ob das wirklich ein Pass war oder ob das einfach nur eine verkackte Ballannahme war. Oh, danke. Ich glaube, Draxler war es, der haben wir Glück gehabt, aber Draxler hat uns da wieder mal das Leben schwer gemacht und ist über uns drüber gerannt. Wieder so ein Ding, wo ich sag, kann oder muss vielleicht Falcao und machen das Ding. Und er hat 4 Sterne auf den schwachen Linken und macht ihn nicht. Und solche Dinger, meiner Meinung nach, hat Lacazette am laufenden Band gemacht. Vielleicht kann ich noch einen Tick mehr ins linke Eck zielen. Ich habe auch zweimal auf Schießen gedrückt, wenn er den flach ins lange Eck macht. Vielleicht kann ich noch einen Tick mehr ans linke Eck zielen, aber wie gesagt, wenn ich halt so das mit Lacazette vergleiche, das heißt auch nur, der hat nur 3 Sterne auf den schwachen Fuß und hat solche Dinge halt wirklich am laufenden Band gemacht. Und Falcao mit 4 Sterne auf den schwachen, also fast beidfüßig. Oh,
Oh, doppelt schade. Macht sie dann nicht. Doppelt schade. Aber da war einfach Butlin noch zu nah an Traxler dran. Gut, da habe ich eigentlich gedacht, Tolisso kommt komplett frei zum Kopfball. Er ist ja auch kopfballstark, Tolisso. Dann dachte ich eigentlich, die macht er jetzt ohne Probleme. Da habe ich mich wohl geirrt. Hat ein bisschen Glück. Schön gemacht von Marquinhos. Gegen halt schon interessante Fehler im Spiel, finde ich. Schade. Doppelt schade. Man muss einfach nur konzentriert runterspielen. Fast ein schöner Ball auf Weil. Er war natürlich auch ein bisschen riskant, weil er nicht mehr viel Platz war, aber ich hatte eben gehofft, es klappt. Ja, da habe ich einfach den komplett falschen Spieler bekommen in der Abwehr. Also ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf bei dem Tor, weil ich bekomme einfach nicht den Spieler und mache dadurch dann mit dem falschen Spieler das Tackling hier, wie man hier sieht. Also das Tackling sollte vorher mit Verratti stattfinden und er macht aber das Tackling, ich weiß nicht, wer das war, Tolisso oder so. Und dann natürlich ist das eine Einladung für Lukaku. Aber ich mache mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken, weil der Gegner spielt meiner Meinung nach nicht so stark. Ich bin ja definitiv in der Lage, das Spiel zu drehen. Das war ein merkwürdiger Pass von Di Maria. Wir hatten ja auch schon absolute Riesenchancen. Also wir hätten ja eigentlich schon zwei Tore locker machen können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Einfach dranbleiben und dran glauben. Sehr schön von Dante. Gegner hat hier ein paar Mal Glück mit dem zweiten Ball. Ach du Scheiße. Hatte wieder Glück mit dem zweiten Ball. Und hatte wieder Glück mit dem zweiten Ball. Also wenn das jetzt, wenn jetzt hier ein Tor gefallen wäre, genau wieder. Ich hätte mir keine Vorwürfe gemacht. Wäre dann halt einfach ein komplettes Lackertor gewesen, so wie das erste im Endeffekt auch. Und wie gesagt, wir hatten ja schon zwei Riesenchancen und die nutzen wir leider nicht, oder? Ja, kann ich denke ich auch nicht so viel anders machen. Also habe ich eigentlich denke ich viel richtig gemacht. Zu weit. Fuck, okay, das Vorlegen war jetzt so dumm. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ich kann mir auch wieder sofort, wenn er den Tick zu weit vorlegt. Ich wusste doch, irgendwann muss es mal ins Auge gehen. Knapp, knapp. Viel zu weit. Nicht zwingen lassen, einfach ein ruhiger Spielaufbau, so wie das meine Spielweise ist.
Schade. Oh, da kommt er an. Ich habe nicht damit gerechnet. Fuck. So, ich muss dann trotzdem mal die Formation wechseln, weil es hat zwar am Anfang gut geklappt, aber irgendwie klappt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, er hat Probleme auf jeden Fall mit dem Verteidigen. Ich werde mal 4-3-2-1 probieren. Das ist natürlich echt bitter. Wir hätten 2-0 in Führung gehen können. Die Dinger werden nicht gemacht. Er bekommt dann das Tor geschenkt. Aber wie gesagt, ich bin absolut frohen Mutes, dass wir das Ding noch drehen können. Vor allem mit einer offensiveren Ausrichtung. Ach so, ja, jetzt würde ich sagen, Tolisso bleibt hinten als Sechser. Hat auch eine schöne Ausdauer, glaube ich, auch 86 oder sogar noch mehr. Ich glaube 86 auf Ausdauer, von daher, das passt. Irgendwie in die Mitte reinkommen. Schade. Oh, Freunde! Aus dem Winkel oder was? Aber egal, wir haben gehalten. Der kam zu flach rein, meiner Meinung nach, da geht nicht rein. Ja, Falcao hat das Tor auf dem Fuß. Also ich mache Draxler weniger Vorwürfe, weil da stand einfach Butland so nah am Draxler dran. Das ist, denke ich, sehr schwer für ihn, da wird. Dass es sehr schwer für ihn wird, da das Ding aufs ins Tor reinzukriegen. Da schießt man halt fast immer den Torhüter an, aber. Falcao, der hätte das Ding halt machen müssen. Leider. Aber bevor da die Weekend League jetzt vorbei ist, werde ich definitiv mir keinen. Verdammt, kein Movember Lacazette kaufen. Das lohnt einfach nicht. Ja, mal hoher Druck probieren. Überlege, ob ich jetzt schon wechsle. Mal gucken. Ja, ich glaube, bei Buena ist schon platt und Di Maria auch. Und Bellarabi plus Ribéry, die machen ja auch gerne mal Action als Einwechselspieler. Von daher einfach dranbleiben jetzt, das 1-0 machen. Jetzt nach der Ecke das 1-0, dann haben wir noch genügend Zeit fürs 2-1. 1-0, ich sage 1-1 und dann fürs 2-1. So, jetzt aber. Oh, getunnelt, getunnelt, Freunde, getunnelt. Beide Pässe sollten so nicht kommen. Und das habe ich gesagt, Ribéry.
Abseits? Oh, fuck, abseits. Oh, ich hab's nicht gesehen, dass es abseits war. Fuck. Oh, der andere wäre vielleicht nicht im Abseits gewesen, oder Falcao? Ich weiß es nicht. Konnte man nicht genau sehen. Aber Ribéry hatte halt die bessere Position und war näher dran, deswegen, ja. Man macht jetzt ja auch weniger Aufbaufehler als am Anfang, das muss man halt sagen, das merkt man. Am Anfang hat er viel mehr Aufbaufehler gemacht. Schwache Annahme. Es war ein straffer Pass, aber halt auch über eine entsprechende Entfernung, dass man sagt, da muss der schwache Pass, der straffe Pass eigentlich ankommen. Toll, da hätte ich lieber den Freistoß genommen. Schöner Schuss von Draxler, das bedrängt. Komm, wenigstens das 1-1, ey, das haben wir uns so verdient. Kein Foul. Zu riskant der Pass. Schön gemacht von Dante. Fällt mir gerade ein, ich müsste mal auf sehr offensiv gehen. Kommt natürlich nicht an, Scheiße. Na also, bam! 1-1, mehr macht's, Draxler. Diesmal auch kein Abseits. Verratti macht die Vorlage wunderschön. Wenigstens das 1-1. Das haben wir uns aber auch verdient. Krasser Pass und dann auch schön der Direktschuss von Draxler. Ich schaffe mir doch noch das 2-1. Und Falcao, ich muss es leider sagen, gefällt mir immer weniger, weil er halt einfach super, also was heißt super, sondern einfach wichtige Situationen, wo meiner Meinung nach vor allem Abschlussklasse gefragt ist, die macht er halt teilweise einfach nicht. Er hat auch schon geile Tore gemacht, klar. Kann man nicht anders sagen, aber er hat halt leider auch schon. Dinge liegen lassen. War, glaube ich, nicht Falcao, oder? Wer war das? Wer ist das denn? Ist es Tolisso? Sieht so Tolisso aus? Das ist eigentlich der Einzige, der mir gerade einfallen würde. Hätte mir etwas heller vorgestellt. Ach, vielleicht mache ich jetzt das 2-1. Das wäre natürlich geil. Oh! Oh! Also ich denke, wir hätten den Sieg hier auf jeden Fall verdient, aber mit dem 1-1 kann ich leben. Das bedeutet nämlich, dass wir. Geht Ribéry leider einen Schritt zurück, das war der Fehler. Ja, durch das 1-1 bedeutet das nämlich, dass seitdem ich jetzt quasi mein konzentriertes Spiel aufziehe, dass wir noch kein einziges Spiel verloren haben. Im schlimmsten Fall halt unentschieden. Tore, Draxler und Verratti macht die Vorlage. Und Falcao, naja. Macht aber nichts, weil die nächsten beiden Spiele sind ja jetzt erstmal mit der Bundesliga. Von daher ist es auch nicht so tragisch, dass jetzt Falcao keinen Bock mehr hat, Tore zu schießen. Also er macht ja teilweise auch die Dinger, aber er lässt halt auch einfach Dinger liegen, wo ich sage, ah, die hat halt selbst der normale Lacazette meiner Meinung nach gemacht. Hier 24 Spiele, selbst wenn wir 4 oder 5 oder weiß ich nicht abziehen, es ist halt nicht wirklich geil. Und er hat eigentlich den Abschluss. Und wie gesagt, 4 Sterne auf den schwachen Fuß, was ist da los?
So, also bei Traktor bin ich mir relativ sicher, dass ich den sogar im Team behalten werde, aber ich gebe ihm trotzdem erstmal nur einen kleinen Vertrag. Boah, es ärgert mich echt immer noch, wenn ich ihn sehe, dass ich 100.000 Coins mit durch, oder durch Eigenverschulden mit ihm verschwendet habe, aber ich darf nicht drüber nachdenken. So. Ich glaube, mein Kindes können wir einen großen geben, der wird so schnell nicht gewechselt werden. Und dann kommen wir jetzt zur Bundesliga. Da werden wir erstmal die Spieler auf die Bank setzen, die jetzt neu für uns dabei sind. Das dürfte ja eigentlich. Ja, Traxler muss wieder drauf. Und dann ist das natürlich in der Innenverteidigung. Also ich glaube, Dante. Also Dante, das heißt, ich glaube, Dante hat mir gut gefallen im ersten Spiel. Ich habe da nichts weiter über ihn gesagt, aber er ist mir nur positiv aufgefallen und auch kein einziges Mal zu langsam, aber der Gegner hatte auch kein klassisches Peso-Team, glaube ich, so dass das noch nicht so relevant war. Das könnte dann später mal interessant werden. So, Bundesligaspieler, neuer Bundesligaspieler. Jetzt ist erstmal die Frage, was machen wir mit Müller? Ich glaube, ich wollte ihm noch. Ne, ich glaube, ich hatte bei 3 Spielen gesagt, ich gebe ihm noch 2 Spiele die Chance. Jetzt ist er bei 5 Spielen, er hat immer noch keinen Scorerpunkt gemacht. Er fühlt sich halt ganz okay an. Aber wenn er keinen Scorerpunkt macht, bedeutet es halt einfach, er macht keinen Scorerpunkt. Keine Vorlage, kein Tor. Dembele wird halt höchstwahrscheinlich der bessere sein. Ich überlege halt, ob ich ihm jetzt trotzdem nochmal 2 Spiele. Also ich glaube. Also ich mache jetzt noch ein Spiel, auf jeden Fall mal in der Aufnahme. Das könnte sein, dass ich danach keine weitere Aufnahme mache und dann ist das nächste Spiel Weekend League. Und das würde bedeuten, Weekend League würde natürlich Dembele reinrutschen, wenn Müller jetzt nicht in diesem einen Spiel durchdreht. Jetzt ist die Frage, lohnt sich das überhaupt oder sollte einfach direkt den Bale reinnehmen? Ich meine, ich habe ihm 5 Spiele Zeit gegeben. Und er müsste jetzt zumindest einen Scorerpunkt produziert haben. Das hat er nicht. Er kam ja halt auch nicht so wirklich. Also er war schon ganz okay an manchen Stellen, aber er war nicht wirklich so zielstrebig zum Tor hin. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Es sollte eigentlich gar keine so schwere Entscheidung sein, oder was? Ich meine, es ist jetzt nichts Weltgravierendes. Wir wissen ja eigentlich, dass Dembele besser ist. Ich meine, Dembele, wenn wir nur mal nach den Werten gehen, auf der Karte stehen. Tempo, okay, ist nicht ganz so relevant. Dembele ist schon schnell genug. Besseren Schuss, besseren Pass, besseres Dribbling. Defense schlechter ist egal. Physisch schlechter ist eigentlich auch egal. Ich nehme jetzt Dembele. Ich glaube, ich habe Müller, oder ich würde Müller halt gerne testen, weil ich mich so freuen würde, wenn ich ihn spielen würde. Also keine Ahnung, ich hätte halt einfach Bock auf ihn. Wobei ich auch Bock auf Dembele habe, aber wenn er nicht klappt, klappt er halt nicht. Naja, dann nehmen wir Dembele jetzt wieder rein. Scheiße, haben wir eigentlich Bentaleb auf die Bank gesetzt gehabt bei der Liga? Ja, gut. So, Reus bekommt natürlich einen Vertrag. Den können wir auch einen großen. Hallo? Können wir auch einen großen Vertrag geben. So, und jetzt kommen wir zu unseren neuen Spielern. Es sind 2 neue Spieler. Nummer 1. Ach so, fuck, ich brauche nochmal Shadow. Oh nein, ich brauche nochmal Shadow. Für unseren Inform-Piszczek. Ja, also der muss natürlich mit Shadow gespielt werden, logischerweise. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir jetzt da keinen Shadow haben. Ich werde direkt nochmal nachschauen, aber es wird wahrscheinlich jetzt gerade keinen auf dem Markt geben. Fuck. Da hätte ich ja, also da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich für ihn ja auch noch Shadow brauche. Sonst hätte ich logischerweise meinen Shadow für Piszczek verwendet und nicht für Dante, weil Piszczek brauche ich ja jetzt auch in der Weekend League. Ist also viel, viel wichtiger, als dass jetzt Dante das Shadow bekommt. Aber wie gesagt, ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich hoffe einfach, dass ich bis zur Weekend League nochmal einen Shadow bekomme. Komm schon. Halbe Minute, komm, wir probieren es mal eine halbe Minute. Ich hab auf meine Stoppuhr geguckt, auf meinen Timer. Eine halbe Minute, komm, 30 Sekunden haben wir Zeit. Wenn da nichts kommt, dann. Ich wäre, also das Schöne bei ihm ist, er hat zumindest schon eine gewisse Grundpace und er hat halt auch so eine geile Defense etc. Also den kann man jetzt auch erstmal ohne Shadow spielen mit Basic Chemistry Style. Das geht auch. Und man könnte ihn rein theoretischerweise auch mit Anchor spielen, aber ich will eigentlich Shadow auf ihn haben, weil ich weiß, wie wichtig Shadow geworden ist. Und wenn ich weiß, dass ich sowieso Shadow auf ihn anwenden werde, dann brauche ich ihn vorher nicht mit Anchor spielen, weil Anchor kostet auch Kohle. Dann verschwende ich das ja. Das ist jetzt nur ein Ligaspiel. Dementsprechend lasse ich ihn erstmal mit Basic Chemistry Style. Schade darum, aber kann man erstmal nicht ändern. Und jetzt kommt ein fast noch wichtigerer Spieler, und zwar
Ich habe die ganze Zeit auf ihn gehofft und er ist endlich da. Second in Form, Hernandez oder Chicharito, richtig geil. 86 Tempo, hat glaube ich 81 Sprintgeschwindigkeit, aber einfach mal 90 auf Antritt. Und Antritt ist für mich ja wichtiger. 84 Dribbling, bekommt jetzt ein richtig gutes Dribbling. 88 Schuss, 74 Pass. Er hat auch 80 auf Vision, also 80 auf Übersicht und auch einen ganz guten Kurzpass auf jeden Fall. Also das ist auch sehr schön, dass der auch einen angenehmen Pass hat. Gute Ausdauer, körperlich ist er etwas besser geworden und er bekommt jetzt auch den Champions League-Style, wie immer, wie fast alle meine Stürmer, und zwar Marksman. Gehen wir davon aus, den haben wir auch noch, oder? Den habe ich schon mal häufiger gekauft. Was? Okay, dann müssen wir den nochmal kaufen. Hätte ich nicht gedacht. Aber egal, Marksman gibt es wenigstens immer auf dem Markt. Oh, das klingt irgendwie komisch. Marksman gibt es immer auf dem Markt. So. Dann können wir direkt nochmal gucken, ob es Shadow gibt. Ja! Ach fuck, was habe ich denn gemacht? Ob ich mich gerade gefreut habe und dabei sind wir aber noch im Spieler-Tab drin. Fuck, Mann. Wie sie mich total verarscht haben, ey. Ich dachte, jetzt kommt hier der Champions League Style Shadow und dann. Ja. Oh, das ist peinlich, ey. Ja, Mikesman. Boah, ist der billig, ey. Wird auf jeden Fall wieder häufiger gekauft, weil ich brauche den einfach so oft. Boah, 200. Was? Den gibt's für 200 gerade? What? Gab's den schon immer so billig oder ist es gerade nur wegen der wegen den Weekend League Packs? Aber die sind eigentlich schon seit Stunden raus. What? Ist der immer so billig? Was ist denn da los? Da kann man ja eigentlich direkt 10 Mal kaufen. Es gibt ihn noch einmal, aber da ist seit Ewigkeiten auf dem Markt für 200. Dann gucken wir mal, ob es ihn nochmal für 250 oder 300 gibt. Da würde ich ihn auch kaufen. Was ist denn der so billig? Hä, der ist doch super geil, der Champions Freestyle. Und hat uns jetzt alles wieder resettet. Was ist denn da los? Gucken wir nochmal auf Shadow, sorry. Okay, gehen wir mal 300 ein. Gibt's ihn? Oh, wir hatten einfach, okay, wir hatten einfach nur mega Glück, sehe ich gerade. Es gab ihn zweimal für 200 und die hat irgendwann niemand gekauft. Es gibt sie noch zweimal für 300 und ja, da haben wir auch wieder Glück. Ich würde sagen, ja, dann lassen wir das erstmal, weil die anderen sind ja jetzt logischerweise teurer. Und vielleicht bekommen wir dann beim nächsten Mal wieder so ein Angebot. Sehr geil. Haben wir mal ein bisschen Glück gehabt. Aber es ist jetzt natürlich nicht sehr viele Coins, die wir da jetzt gespart haben. Sollte auch klar sein, ne? Boah, wie ich Bock hab auf Chicharito, ey. Wie ich so Bock hab auf den. Der war eigentlich mit einer der drei besten Stürmer, würde ich sagen. In Form Hernandez, Aubameyang und In Form Werner. Das waren die drei besten Stürmer, würde ich sagen, die ich in der Bundesliga gespielt habe und davon jetzt die Second in Form. Ich habe so drauf gehofft, ey. So geil, so mega geil. Ich habe so Bock drauf. Und dann müssen wir die beiden Spieler natürlich noch auf die Bank setzen, bevor wir das vergessen bei der Liga. Modest war ganz okay, hat seinen Job anständig gemacht, aber war nichts Überragendes. Hat so, ich sag mal so, reichliche 50% Quote gehabt. Aber das reicht natürlich für mein Verhältnis nicht aus. Second Info Modest wäre interessant, weil ich denke halt so, das was dem Info Modest noch so fehlt, die Second Info, da könnte dann dieses Mühe, dieses Stück, was man noch braucht, damit er halt wirklich ein überragend geiler Stürmer wird, das könnte bei der Second Info kommen, spätestens bei der Third Info, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es eine Third Info von ihm überhaupt geben wird. Second Info mit Sicherheit, aber Third Info wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Boah, ein Inform Piszczek, ey, ist so ein Monster. Ist auch so teuer, ey. Inform Piszczek 84er ist teurer als Second Inform Hernandez. Der hat mich 150.000 gekostet. Und Second Inform Hernandez hat mich 120.000 gekostet. Das ist schon krass. So, dann. Unser erstes Spiel mit Piszczek, aber nur Basic Champions League Style. Aber ich denke, es macht nichts. Das wird nicht ganz so schlimm sein. Und Second Inform Hernandez. Ich werde erstmal meine Heizung abdrehen. Moment. Mein Gegner hat die Partie verlassen. Na gut, ich möchte eh noch einen Schluck trinken. Ah, ich glaube, ich werde nach dem Spiel keine weitere Aufnahme machen. Das heißt, die nächste Aufnahme ist dann
Die nächste Aufnahme ist dann schon wieder Weekend League. Und ich hoffe, dass ich bis dahin noch ein Shadow organisieren kann für Pisscheck, weil das ist schon wichtig. Ah ja, das Geile ist, komplette Abwehrreihe inklusive Torhüter in Forms beziehungsweise Team of the Group Stage. Also alles aufgewertete Karten. Das sieht schon mal sehr geil aus. Also wer vor der Verteidigung nicht Respekt hat oder Angst, dann weiß ich auch nicht. Also Respekt sollte man mindestens haben. Das sieht schon böse auch aus. Gerade auch die Innenverteidigung mit Hummels, 89er und Sokrates, 87er. Wenn man dann noch weiß, das ist eine Second-In vom Sokrates, das ist ein Second-In vom Once to Watch, Hummels. Und wenn man dann noch die Werte, die Ingame-Werte von Fährmann als Torhüter kennt, da steht ja bloß 86 drauf, oder hat er ja zum Beispiel 90 Reflex, ich weiß gar nicht, 88 oder das mindestens 87 Hechten, also da hat ja, oh fuck, Abbrecher. Ich habe aber auch diesmal nicht drauf geachtet. Hat er ja echt super krasse Werte und jetzt sehe ich auch, dass die Zeit schon ziemlich vorangeschritten ist. Ich überlege, ob ich dann einfach doch nochmal eine neue Aufnahme mache und da einfach dann zwei Spiele mit der Bundesliga noch mache. Sonst wird die Aufnahme ja schon wieder ziemlich lang. Ich habe ja Glück und er schenkt uns wenigstens das Spiel, das wäre ganz cool. Nee, das ist mit einer der allerschnellsten Abbrecher überhaupt. Ja, tragisch, blöd, böse. Ich versuche mich gar nicht drüber aufzuregen. Scheiß drauf. So, was mache ich denn? Mache ich jetzt zwei Spiele oder mache ich eins? Ich glaube, ich mache nur eins. Komm. Ach ja, der einzige Vorteil, der mir gerade eben noch so ganz spontan einfällt von diesen Abbrechern, ist, man bekommt schneller den Loyalty-Bonus zusammen. Alles lohnt sich ja nur, wenn man neue Spieler drin hat, wie jetzt halt Piszczek und Hernandez. Das ist jetzt aber der letzte Versuch. Also wenn jetzt nochmal irgendwie ein Abbruchscheiß kommt, dann werde ich entweder keine neue Aufnahme machen oder eine neue Aufnahme. Wobei ich will die eigentlich schon gerne wenigstens einmal testen, bevor ich die Weekend League spiele. Aber ich merke halt auch, dass ich langsam wieder müde werde. So, ich habe gar nicht drauf geachtet, wann er gegründet wurde oder ähnliches. Eigentlich habe ich keinen Bock auf zu schwarze Hosen, aber ich habe auch gerade keinen Bock auf Stress. Einfach loslegen. Er spielt auch ein 4-2-3-1. Irgendwie, wenn jemand 4-2-3-1 spielt, dann eigentlich immer nur mit dem. Er hat Özil. Okay, das ist ein Hybrid zwischen Ligue A und Deutschland. Sehr interessant. Ja, wenn jemand 4-2-3-1 spielt, dann eigentlich immer das enge 4-2-3-1 mit drei ZOMs. Fast nie das, was ich spiele. Ah, die schwarzen Hosen, das stört mich schon wieder, aber egal. So, konzentrieren, aufrecht hinsetzen. Und gut spielen. Keine einfachen Fehler verursachen. Oh, Slack, bitte nicht. Laggt leider. Ich hoffe mal, dass es nicht durchgehend so passieren wird. Hector Rabiot. What? Der hatte doch ein normales Team. Oh, ich breche jetzt ab. Das wird mir sonst zu lang hier. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pack, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.